iPhone 15 oder iPhone 15 Pro, welches ist das richtige Gerät für euch und welches solltet ihr euch kaufen? Ich habe die Geräte schon hier und konnte sie bereits testen und miteinander vergleichen und möchte euch in diesem Video bei der Kaufentscheidung helfen. Alle neuen iPhones haben ein überarbeitetes Design im Vergleich zum Vorgänger. Insgesamt ist die Designsprache doch sehr ähnlich geblieben, aber die Ecken und Kanten sind abgerundeter, wodurch das Gerät deutlich besser in der Hand liegt. Mein persönlicher Favorit ist aber sogar das normale iPhone 15, auch weil die neue matte Glasrückseite nicht mehr nur beim Pro ist, sondern jetzt auch beim normalen iPhone 15 und dort ist sie sogar noch mal ein bisschen samtiger und feiner gekörnt, was mir persönlich im Vergleich zum Pro-Modell einfach ein bisschen besser gefällt. Nichtsdestotrotz, auch das Pro fühlt sich richtig gut an, gerade weil es leichter ist als der Vorgänger. Dort gab es ja noch den Edelstahlrahmen, der wurde jetzt durch einen leichteren Titanrahmen ersetzt. Insgesamt liegt das Gerät einfach richtig gut in der Hand und es fühlt sich edel an. Außerdem ist der Titanrahmen im Vergleich zu dem Aluminium vom normalen iPhone 15 robuster, was dann der Langlebigkeit auch nochmal helfen sollte. Das iPhone 15 ist im Vergleich zum 15 Pro sogar etwas breiter und höher, weil der Aluminiumrahmen eben nicht ganz so dünn gestaltet werden kann. Dafür ist das normale iPhone 15 minimal dünner, wobei man das eher auf dem Datenblatt als in der Realität sehen kann. Größere Unterschiede gibt es dann im Inneren der Geräte, denn die iPhones haben verschiedene Prozessoren. Im normalen iPhone 15 kommt der A16 Bionic zum Einsatz. Das ist der Chip, der letztes Jahr noch im iPhone 14 Pro verbaut wurde. Dieses Jahr ist er eben im Nicht-Pro und das Pro-iPhone, das hat den A17 Pro. Und das ist der weltweit erste Prozessor, der auf 3-Nanometer-Basis ist. Hat nochmal 10% mehr CPU-Leistung und 20% mehr Grafikleistung. Auch der A16 Bionic, der ist mehr als ausreichend schnell. Ich habe den das ganze letzte Jahr über im iPhone 14 Pro Max benutzt und die Geschwindigkeit gespürt und sind wir ehrlich, dieser Chip reicht auch vollkommen aus. Nichtsdestotrotz ist natürlich der A17 nicht nur von der Architektur moderner, sondern hat auch mehr Leistung, hat zum Beispiel auch hardwarebasiertes Raytracing, was bedeutet, dass in Zukunft die Spiele von der Grafik nochmal deutlich besser werden, was die Lichtberechnung angeht und Apple hat auch schon angekündigt, dass sehr bald Spiele exklusiv nur für den A17 Pro rauskommen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie dann auf dem normalen iPhone 15 dann schlechter laufen oder mit weniger FPS, sondern die funktionieren einfach gar nicht. Wenn ihr wirklich das Maximum haben wollt, kommt ihr um das iPhone 15 Pro nicht drum herum. Wo ich aber etwas enttäuscht vom A17 Pro war, das war bei der Effizienz und Hitzeentwicklung, weil man sagt ja eigentlich immer und man hört auch immer, dass 3 Nanometer besonders effizient sein sollen und auch die Hitze nicht so krass entstehen soll. Naja, irgendwie hatte ich aber nicht das Gefühl, weil große Unterschiede habe ich persönlich jetzt im Vergleich zum A16 bei in den Geräten nicht feststellen können. Macht euch bei den Prozessoren also nicht verrückt, nur weil das iPhone 15 den Chip vom letzten Jahr hat und das iPhone 15 Pro jetzt den neuen Chip. Beide sind wirklich für den Alltag vollkommen ausreichend und eigentlich sollte es für den Kaufgrund nicht entscheidend sein. Sowohl das iPhone 15 als auch das 15 Pro gibt es in 6,1 und 6,7 Zoll. Ich persönlich würde immer zum größeren Display greifen, damit man mehr Displayfläche hat. Doch die 6,1 Zoll. Die sind zwar kompakter, aber es ist trotzdem ein so großes Gerät, dass man es mit einer Hand nur sehr schwer bedienen kann. Und wenn ich dann eh beide Hände für das Gerät brauche, um es vernünftig benutzen zu können, dann kann ich doch auch gleich das ganz große Display nehmen und habe sogar nochmal eine verhältnisweise bessere Akkulaufzeit und bessere Lautsprecher im Gerät. Beide Geräte haben wunderschöne Displays von der Helligkeit. Beide werden bis zu 2000 Nits hell, also egal ob Pro oder nicht Pro. Das ist echt richtig cool, dass es da dieses Jahr nicht mehr die Unterschiede gibt und auch die Dynamic Island. Die gibt es in allen iPhone-Modellen, so dass ihr da vollkommen frei entscheiden könnt, welches für euch das richtige Gerät ist. Aber ein Punkt, der nervt mich beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus wirklich extrem bei den Displays und das sind 60 Hertz. Für ein 950-Euro Handy in 2023 noch immer 60 Hertz anzubieten, wenn es wenigstens 90 Hertz wären, okay, dieses Handy, das ist schnell, aber es fühlt sich einfach nicht so an, weil die Animationen im Vergleich zum Pro-Modell wirklich ruckeln und man sieht den Unterschied. Dass die Bezels beim iPhone 15 Pro minimal dünner sind, das ist nice to have. Man sieht es auch, wenn man die Geräte nebeneinander hält, aber es ist jetzt nicht so kaufentscheidend, wie das die 120 Hertz Promotion-Funktion ist. Alleine wegen dem Display würde ich persönlich immer zum Pro-Modell greifen. Ein großes Dankeschön geht auch noch raus an Bandwerk, den Sponsor von
diesem Video. Die haben extra für die neuen iPhone 15 Modelle und Apple Watch eine ganz neue Produktreihe rausgebracht. Besonders angetan bin ich ja von dem neuen Armband, das ähnlich wie die Apple Watch Ultra auch für extreme Bedingungen im Wasser gemacht ist. Für die iPhone 15 Generation gibt es Hüllen im gleichen Style, die ebenfalls sehr robust für die tägliche Nutzung gemacht sind und MagSafe unterstützen. Zeitgleich hat Bandwerk noch eine neue Sonderedition aus einem besonders sportlichen Oldtimer vorgestellt. Die 649 Stück waren auch wieder super schnell ausverkauft. Klar, bei einem Armband aus dem alten Interieurleder von einem Porsche 911 Carrera 3.0 aus dem Jahr 1977 ist das auch verständlich. Ich kann euch aber schon jetzt sagen, dass es sich lohnt, die Bandwerk-Website im Auge zu behalten. Die nächste Sonderedition wird aus einem Material hergestellt, das Bandwerk vorher noch nie verwendet hat. Außerdem hat es ebenfalls eine spannende Historie und wird vermutlich mein neues Lieblingsband. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch wie immer den Bandwerk-Shop verlinkt. Außerdem bekommt ihr beim iPhone 15 Pro auch noch den Always-On-Bildschirm, also wenn ihr den haben möchtet, das hier ist euer Gerät. Kommen wir aber mal zu den Kameras, denn auch hier hat Apple dieses Jahr wieder einiges geändert. Ich persönlich hatte während der Keynote gar nicht so den Eindruck, dass es so große Unterschiede sind. Dann habe ich die Kameras aber mal ausprobiert und habe festgestellt, alles klar, verglichen mit den Vorgängermodellen sind es wirklich riesige Unterschiede. Die Bilder werden nämlich softwareseitig komplett anders verarbeitet. Es gibt viel mehr echte Details, weniger digitales Nachschärfen und allgemein sehen die Bilder einfach nicht so stark komprimiert und zusammengeschustert aus, sondern es sieht mehr nach echten Details und echter Schärfe aus vom Bildsensor und von den Details, die eben aufgenommen werden. Gerade wenn man mal in die Bilder reinzoomt, dann sieht man, dass das iPhone 14 Pro, obwohl es ebenfalls 48 Megapixel hat, einfach viel mehr digital nachschärft, wohingegen das iPhone 15 und 15 Pro einfach echte Details hat. Ja, alle iPhones haben eine 48 Megapixel Hauptkamera, trotzdem gibt es ein paar Unterschiede, denn das iPhone 15 hat einen kleineren Sensor als das 15 Pro und auch als das iPhone 14 Pro. Also in der Theorie sollte das Rauschfalten bei schlechten Lichtverhältnissen mit dem iPhone 15 schlechter sein. Ja, man sieht auch ein paar Unterschiede, es ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, okay, wer gute Bilder machen möchte, der muss sich unbedingt das Pro-Modell kaufen. Auch wenn man zweifach in das Bild reinzoomt, was Apple ja als neues Feature vom iPhone 15 angekündigt hat, dann sind die Unterschiede zwar ein bisschen besser sichtbar, als wenn man ganz normal mit der einfachen Brennweite Fotos macht, aber auch hier sehen die Fotos wirklich echt richtig gut aus. Wo man dann aber starke Unterschiede sieht, ist, wenn man dreifach in das Bild reinzoomt, weil das iPhone 15 zoomt nur digital in das Bild rein und das 15 Pro, das hat ja die extra dreifache Telezoom-Kamera und hier ist natürlich der Unterschied dann richtig extrem sichtbar, was die Details und auch das Rauschfalten angeht. Wenn ihr häufig in Bilder reinzoomt oder häufig die Telefunktion nutzen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall das Pro-Modell kaufen. Das allerbeste für Teleaufnahmen ist aber dann natürlich das iPhone 15 Pro Max. Dort bekommt ihr exklusiv einen fünffach optischen Telezoom, der natürlich auch verglichen mit dem dreifachen Zoom vom normalen 15 Pro nochmal eine ganz andere Qualität an den Tag legen kann. Man kann also ganz klar sagen, die Unterschiede bei der neuen Kamera sind sehr stark sichtbar, zumal ihr jetzt die Bilder auch in 24 und 48 Megapixeln abspeichern könnt, auch wenn es kein RAW-Foto ist, was ihr aufnehmt. Ja, mit dem Pro-iPhone könnt ihr ja zusätzlich noch RAW aufnehmen. Mein persönliches Highlight ist aber der Videomodus im iPhone 15 Pro, weil dort habt ihr neben 4K und 4K 60 HDR natürlich auch noch die Möglichkeit, ProRes aufzunehmen. Gerade dieses Video, was ich aufnehme, wird auch in ProRes aufgenommen. Und dort habt ihr einfach nochmal viel mehr Details und viel mehr Möglichkeiten, auch das Bild im Nachhinein nochmal von den Farben und von der Helligkeit und so anzupassen, damit es bei euch ins Video oder in die Filme richtig gut reinpasst. Und die Möglichkeit habt ihr eben beim iPhone 15 nicht. Dort habt ihr ganz normal die Videofunktion, die auch richtig schöne Aufnahmen macht, aber eben nicht so vielseitig einsetzbar ist wie beim Pro-Modell. Einen Haken hat das Ganze aber, und zwar die Datenmengen sind riesig groß. Beim 1TB iPhone 15 Pro könnt ihr zum Beispiel so um die 150 bis 160 Minuten ProRes 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, aber ihr könnt auch über USB-C auf eine externe SSD aufnehmen, was echt richtig genial ist und was auch tatsächlich ein Pro-Workflow ist. 4K ProRes konntet ihr ja letztes Jahr mit den iPhones schon aufnehmen, dieses Jahr ist aber noch die Log-Video-Funktion dazu gekommen. Das bedeutet, ihr habt ein extrem flaches Farbprofil, wo ihr im Nachhinein im Videoschnitt noch eure
LUT drüber legen müsst oder Color Grading machen müsst, um wirklich das Videomaterial ja schön aussehen zu lassen. Aber es bietet eben viel mehr Möglichkeiten. Das ist eine Funktion, die ich persönlich bei Handy-Videos bisher immer vermisst habe, weil die sehen zwar auf dem Bildschirm super geil aus, sind für Social Media gut geeignet, aber sind von den Kontrasten und Farben und auch von der Sättigung dann doch sehr begrenzt von dem, was man damit noch machen kann. Und mit ProRes und LUT hat man im Grunde genommen die gleichen Möglichkeiten wie mit einer großen Videokamera, die man benutzt, nur dass man das Ganze dann eben in diesem kleinen Handy immer mit dabei haben kann. Jetzt habe ich die Taschenlampe angemacht. Perfekt. Natürlich muss man sich nichts vormachen. Das iPhone 15 Pro hat die geilere Kamera von beiden. Aber schon das normale iPhone 15 macht wirklich richtig gute Aufnahmen. Hat mehr Details als der Vorgänger. Also ein gelungenes Upgrade. Aber das Pro iPhone, das hat es mir einfach komplett angetan mit der Kamera. Dass man RAW-Fotos aufnehmen kann. Und ProRes-Videos mit LUT und so. Da hat man so viele Möglichkeiten. Und jeder, der gerne mit den Bildern mehr macht, als sie direkt unbearbeitet weiterzuschicken, sondern auch ganz gerne mal Color Grading macht, seine Effekte und Presets drauflegt, der wird auf jeden Fall mit dem Pro-Kamerasystem im iPhone 15 richtig happy. Wo man vielleicht nicht mehr ganz so happy ist, wenn man sich die USB-C Anschlüsse anschaut, weil USB-C ist nicht gleich USB-C. Eigentlich beschreibt es nur den Stecker an sich von der Form und der ist zwar in beiden gleich, aber die Technik dahinter, die unterscheidet sich grundlegend. Im iPhone 15 hat der USB-C-Anschluss nach wie vor die gleiche Geschwindigkeit oder Langsamkeit wie der Lightning-Anschluss, nämlich USB 2.0, und das ist ultra langsam. Also 480 Mbit, das hat einfach nichts mehr im Jahr 2023 in so einem teuren Smartphone zu suchen. Deutlich besser finde ich da schon USB 3.0 im iPhone 15 Pro. Das sind 10 Gigabit und damit bekommt man dann auch große Datenmengen deutlich schneller übertragen, um genau zu sein, 20 mal so schnell. Und sind wir ehrlich, wenn ihr ganz viel mit großen Dateien arbeitet, dann lasst das iPhone 15 weg und holt euch das 15 Pro. Immerhin laden die Geräte gleich schnell. Alle laden nämlich mit 27 Watt, was verglichen mit der Konkurrenz und auch mit den Vorgängermodellen nicht besser ist. Aber im normalen Alltag reicht die Geschwindigkeit zum Laden auch vollkommen aus. Nichtsdestotrotz irgendwie 30 oder 35 Watt Charging hätte ich auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Kommen wir aber mal zu der Akkulaufzeit. Und hier waren meine persönlichen Erwartungen schon ziemlich hoch. Ich meine, das iPhone 15 Pro hat den neuen 3 Nanometer Prozessor, der effizient ist, und die Akkus sind allesamt etwas größer geworden. Meine persönliche Einschätzung bisher ist, dass aber die Laufzeit, wenn überhaupt, auf dem Niveau mit den Vorgängermodellen ist. Also das Pro iPhone hat nach wie vor eine bessere Akkulaufzeit als das Nicht-Pro iPhone. Zum einen wegen dem effizienteren Chip, aber auch, weil das Display effizienter ist. Ja, ProMotion bedeutet nicht nur, dass es flüssiger ist, sondern auch, dass es nach unten hin gedrosselt werden kann, wenn nicht mehr als die nötigen FPS angezeigt werden. Müssen, so dass man eben, wenn man zum Beispiel Videos schaut, beim iPhone 15 Pro ein 25 FPS Bild angezeigt bekommt, wohingegen das Display im normalen iPhone 15 nach wie vor konstant mit 60 FPS läuft. Aber mal ganz im Ernst, irgendwie hätte ich erwartet, dass die Akkus bei den neuen iPhones trotzdem besser werden als bei den Vorgängermodellen. Wie gesagt, der Akku ist größer und wir haben jetzt hier beim Pro iPhone den effizienteren Chip, und es ist an sich nicht schlimm. Also Apple hat versprochen, dass die Akkus genauso gut sind wie bisher, und das stimmt, aber letztes Jahr haben sie das eben auch versprochen und dann waren die Akkus aber deutlich besser, als sie versprochen haben, und deswegen waren meine Erwartungen zumindest so, dass auch dieses Jahr ein bisschen mehr geliefert wird, als versprochen wird. Einen großen Unterschied gibt es aber noch, und da gewinnt das iPhone 15 Pro ganz klar, und zwar mit dem neuen Action-Button. Der hat den Mute-Switch ersetzt, so dass man jetzt einen Knopf hat, den man frei belegen kann. Man kann entweder die Stummschaltefunktion nach wie vor drauf liegen lassen oder man kann die Kamera da drüber öffnen, man kann jeden Shortcut damit auslösen und hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Ich persönlich mag das sehr gerne, dass man jetzt das Ganze personalisieren kann. Ich habe mir so draufgelegt, dass ich die Kamera damit öffnen kann mit einem Klick. Ja, dass das iPhone 15 den nicht hat, sondern nach wie vor so einen Schalter, der nur das Gerät stumm schalten kann, das fühlt sich irgendwie jetzt auf einmal ein bisschen altmodisch an. Im Lieferumfang liegt übrigens bei allen iPhones das gleiche USB 2.0 Kabel mit bei. Wenn ihr also die vollen Geschwindigkeit
Möglichkeiten vom Pro-iPhone ausnutzen wollt, dann braucht ihr ein extra Kabel. Ich habe mittlerweile aber auch überprüft und herausgefunden, dass ihr nicht das Thunderbolt 4 Kabel von Apple kaufen müsst, sondern ihr könnt jedes USB 3.0 Kabel benutzen. Das hat Apple, finde ich, ein bisschen missverständlich ausgedrückt, aber spart euch am Ende nochmal Geld, weil ihr nicht so ein teures Kabel braucht. Aber welches iPhone solltet ihr persönlich jetzt nehmen? Grundsätzlich würde ich sagen, reicht das iPhone 15 vollkommen aus. Ihr habt alles, was ihr damit braucht. Ihr habt den USB-C-Anschluss, ihr habt das neue Design und ihr habt eine echt richtig geile Kamera. Trotzdem gibt es so zwei, drei Punkte, die mich persönlich einfach davon abhalten würden, ein normales iPhone 15 zu kaufen. Und das ist zum einen die Geschwindigkeit vom USB-C-Anschluss und die fehlenden 120 Hertz. Das ist für mich persönlich einfach ein Dealbreaker, wo ich sagen würde, ich würde immer zum iPhone 15 Pro greifen. Wenn euch diese beiden Funktionen egal sind, dann ist das iPhone 15 das richtige Gerät für euch. Ihr könnt euch noch mal ein bisschen Geld sparen. 950 Euro sind auch echt teuer genug für ein Smartphone und trotzdem bekommt ihr dafür insgesamt ein echt solides Gesamtpaket. Ob euch das kleine oder das große Display besser gefällt, das müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Einzig und allein, wenn ihr die 5-fach Zoom-Kamera haben möchtet, dann müsst ihr gezwungenermaßen das Pro Max nehmen, bezahlt dafür aber auch noch mal mehr Geld und bekommt 256 GB in der Basisausführung. Alle anderen iPhones, also das iPhone 15 und das kleine iPhone 15 Pro, die starten mit 128 GB. Beim Pro könnt ihr dann hoch bis 1 TB das Ganze konfigurieren und wenn ihr das normale iPhone 15 nehmt, dann könnt ihr bis 512 GB gehen, falls das für euch auch nochmal kaufentscheidend ist. Generell sind die neuen iPhone 15 Modelle 50 Euro günstiger geworden als der Vorgänger. Beim iPhone 15 Pro sind es sogar 100 Euro und beim Pro Max 130. Wenn noch Fragen sind, schreibt die gerne rein in die Kommentare, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und dann schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, ciao!